So, wir gönnen uns jetzt mal Ashkubar featuring Marvin California. Ja, mal gucken, was da abgeht, Alter. Let's go. Ja, nice. Ey, yo, was du hörst, Nura, verpiss dich, du Lovelock ist gecancelt, also nenn... Hä, einfach hier, einfach, Digga, du musst schon dahinter stehen, wenn du sowas rappst. Dann musst du das schon, ja, ne? Okay, aber es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich hier richtig rappen höre, oder? Wie war denn das bei diesem Bogota, bei dem Original? Hat er da gerappt? Das war doch so Autotune-mäßig gesungen, oder? Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lange her, als ich das gehört habe. Universe hat nein gesagt. Ey, yo, was du hörst, Nura, verpiss dich, du Lovelock ist gecancelt, also nenn mich nicht Bruder. An Beast Mode 4 wird von mir totgeskippt, denn es war kein doper Shit, so wie das Vogelskippt über... Beast Mode? Animus, ne? Geht's ja um Animus. Das war zusammengeschnittene von einem Zuschauer. Wie? Aber von dem Song hier oder was? Hä? Jetzt blick ich gar nichts mehr. Ghostwriter darf man anscheinend nicht reden, doch für mich ist das nicht mehr als die Vergangenheit von Lesen. Rap zu diffamieren bleibt... Digga, er ist ja voll am Fronten und Dissen, Digga. Ich hab eher mit so einem witzigen Ding für zwischendurch, Dings... Geht eigentlich fit, ne? Darf man anscheinend nicht reden, doch für mich ist das nicht mehr als die Vergangenheit von Lesen. Rap zu diffamieren bleibt letztendlich fatal. Fick den Backspin-Skandal per Reaction-Kanal. Früher hieß es... Digga, auch stabile Reimer eigentlich, ne? Zu diffamieren bleibt letztendlich fatal. Fick den Backspin-Skandal per Reaction-Kanal. Backspin-Skandal, Reaction-Kanal, letztendlich egal, oder was? Letztendlich egal, irgendwie so. Geht eigentlich fit? Ich finde, man hört's ein bisschen an der Art und Weise, wie er rappt so ein bisschen. Ne, es gibt immer so dieses, wenn jemand noch nicht so routiniert ist, dass es immer so ein bisschen steif klingt. Ich kann es schwer erklären. Aber das vermerkt so das Feeling, diese Routine, dieses Feeling ist nicht ganz da. Okay, ich glaube, Twizy schreibt allgemein viel, ne? Ja, okay. Früher hieß es... Aber ich finde es cool, dass er das einfach so rausdroppt. Das macht es nochmal sympathischer. 9 to 5, jeden Monat Struggle. Heute bin ich selbstständig und das nur dank der Bogota-Bubble. Mach dich mit deiner Punchline zum Punchline. Rap ist wie mein Penis, Dicker, nur ein drittes Standbein. Okay. Du betest für dein Fame. Du Hurensohn. Du denkst, du rappst in ein Mic. Doch es ist ein Penis in dein Face. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Wer macht es denn? Wer ist es hier, Digga? Durch diese ganzen Effekte höre ich gar nicht. Ist das Marvin gerade? Das ist Marvin, oder? Ist nicht Asche. Ich bin so, durch diese ganzen Effekte drauf, Digga. Man checkt, es könnte jeder sein, Digga. Es bin ich. Ich könnte erzählen, es bin ich gerade. Man wird's glauben. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Komm, wir fliegen nach Bogota. Komm, wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain. Komm, wir fliegen nach Bogota. Ja, Kokaina ziehen muss rein. Eigentlich chartet, oder? Wenn man das jetzt so ganz objektiv nach einem Schema bewerten würde, müsste man sagen, müsste eigentlich Platz 1 sein. Lass mal Klicks gucken. 188. Wie alt ist das denn? Hä? Das ist immer noch in den Trends? Nach 10 Tagen? Haben die da irgendwas? Ist das mittlerweile Standard? Habe ich da irgendwas verpasst? Was ist denn da los, Digga? Lull. Text in den Parts ist leider zu anspruchsvoll. Ja, da muss man auf jeden Fall, das muss man 3-4 Mal hören, bis man alles versteht. Top dein Tritt. Aber ich fand's cool. Also ich fand's eigentlich recht stabil. War unterhaltsam von Marvin. Ich verpasse beim Takt dein Tritt. Takt dein Tritt, weil er anderen gerne was verschreibt wie ne Knast auf sich. Warte. Ich verpasse beim Takt ein Tritt. Ich verpasse beim Takt dein Tritt. Takt ein Tritt. Weil er anderen gerne was verschreibt wie ne Knast auf sich. Rap ist Kevin allein zu Hause, sie wollen, dass Marv einbricht. Weil er in Amerika streamt wie Rammstein-Clips. Es ist Ashkubar. Warum, wie kam es denn eigentlich zu diesem Feature? Was ist da los? Sind die irgendwie, herrscht da schon länger eine Connection zwischen Asche und Marvin? Oder wie kam das dazu, wisst ihr das? Marvmager, dann kommt ganz lang nichts. Wie bei dem Kampfschwein Finch, da deine Oberarme dünner als deine Halsketten sind, bist du... Digga, die hauen die aber auch raus, ne, gegen Finch. Am Anfang kam glaube ich, Nura, ne, jetzt gerade Takt 32 für ein Animus. Das ist ja richtig, richtig Punchline-Gewitter, Digga. Marvin hat Kontakt zu Asche. Asche hat ihn gefragt, ob die das machen. Die beiden sind gute Freunde. Ah, okay. Aber Freunde in Form von so übers Internet mäßig oder kennen die sich schon lange persönlich oder so? Asche ist cool mit Marvin. Achso, okay, also die sind einfach so... Ah, okay. Nichts. Wie bei dem Kampfschwein Finch, da deine Oberarme dünner als deine Halsketten sind, bist du kein Schwanzleckerin, sondern eine Schwanzleckerin. Und eure widerlichen Adlibs, diss ich lieber BRZ oder diss ich wieder Matrix Asche dissen. Ey, Alter, aber was ist denn da los? Richtig Kreuzfeuer hier, ne? Die nehmen ja alle mit. Finde ich geil, weil, also, ich war jetzt einen Monat nicht da, vielleicht täusche ich mich. Aber in der Hinsicht kriegt man lange nicht mehr sowas zu Gesicht, ne? Mal so
auf alle möglichen rumzuschießen. Das hört man nicht mehr auf. Und eure widerlichen Adlibs, diss ich lieber BRZ oder diss ich wieder Matrix. Asche dissen klingt nicht männlich wie ne Punchline von Nika, aber wird dir zum Verhängnis wie One Night in Nika. Auf mein Album wird wieder richtig gedisst. Ja, Kelp, du stehst für mich Getränk, ich für Fitness-Trend. Die Antwort, wie man aus Tetrapack ein Gesicht erhält. A Quadrat plus B Quadrat gleich Kitty Cat. Komm. Ach komm, Digga, lass doch mal die arme Frau in Ruhe, Mann. Ah, die wird es auch nie wieder los, diesen Quadratkopf-Diss, Digga. Den wird sie nie wieder los. Ich glaube, es gab eine Zeit, ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Wie hat er sie nochmal genannt? Wie war nochmal der Begriff? Ah, Kanisterkopffrau. Kanisterkopffrau. Da hat man sie sogar immer drunter gefunden. Ey, man findet sie nicht mehr drauf, oder? Kanisterkopf. Kanisterkopffrau. Früher war da als erstes Kitty Cat. Ich glaube, sie hat sich langsam von um zu zerbersten, nun ob ihr mich zurückdisst, ja das hängt am Herrchen. Feind von jedem Zweifel, fickt eure Gangster-Märchen. Konsum, das neue Wort für Influencer-Pärchen. Hey! Können wir fliegen nach Bogota? Hey, wie kann ich das mehr appreciaten, wenn ich weiß, das ist so Troll? Wäre das jetzt so ernst gemeint, hätte ich wieder so, geh mir weg mit dem Müll, Digga. Aber so als Joke finde ich's geil, kann ich's feiern. Wort für Influencer-Pärchen. Können wir fliegen nach Bogota? Und ziehen Kokain. Können wir fliegen nach Bogota und ziehen Kokain? Können wir fliegen nach Bogota? Komm nun zu zerbersten, und ob ihr mich zurück ist, ja, das hängt am Herrchen. Von jedem zweifelt eure Gangster-Mann. Ja, ich find auch das Video nice, Digga. Also, aber es ist nicht Asche im Video, ne? Da haben sie, glaube ich, einfach so einen Statisten genommen, ne? Oder? Da haben mir einfach so eine Sturmmaske rübergezogen. Für den Fun-Track mega, ja? Finde ich auch. Obwohl, es könnte er sein. Könnte er sein. Ist schwer. Komm nun zu zerbersten. Und ob ihr mich zurück ist, ja, das hängt am Herrchen. Fein von jedem zweifelt eure Gangster-Märchen. Uhren und das neue Wort für Influencer-Pärchen. Aber man könnte es ihm abnehmen, Digga. Also so vom Style und so. Könnte Rapper sein. Würde ich akzeptieren. Ich würde ihn akzeptieren. Ich würde sagen, ich mach die Tür auf, Bruder, komm rein in den Kreis, Alter. Denke auch, dass er das ist. Ja, ich glaube, bei der Augenpartie hat man es ein bisschen mitbekommen, ne? Mit Stummgemäher ist Aschkobar. Ohne ist Asche. Ach, Digga, da sieht man wieder, dass ich mich zu wenig auskenne. Ich wusste nicht mal, dass es einen Unterschied gibt zwischen Aschkobar und Asche. Ich dachte einfach wie Sonny Black und Bushido. Ist einfach das Gleiche. Aber er ist auf der EP mit drauf, oder was? Wie ist das Album? Ist das schon... Wo hab ich's verpasst? Wann, ist das schon draußen? Ah ne, vorbestellen. Okay, okay. Okay, 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 okay. Ja, nice. Sie nannten Knochenbrecher-Bundle, okay. Ja, aber nice das Ding, Digga. Sehr unterhaltsam. Kann man nicht sagen.